Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rayman. Bitte wie Rayman Forever immer noch, keine Ahnung. Ja, wir machen weiter in Allegro Pesto. Die Sache ist die, ich habe mir jetzt ein Video eben angeguckt. Hab's nicht komplett geguckt, ich habe jetzt nur zu, wo die Käfige sind. So, ein, zwei kenne ich, ein, zwei kenne ich nicht. Und ja. Wie ihr seht, ich habe jetzt gerade ein Leben dazu gekriegt. Ich habe ein semi-fotografisches Gedächtnis, was das anbetrifft. Aber gut. Ihr merkt schon, ein Käfig, den ich geholt habe, war hier oben. Den habe ich jetzt quasi nochmal geholt, in Anführungszeichen. So. Ich glaube, der zweite, das war der hier. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, das war der. Den hier muss ich tatsächlich noch mal ein Stück weit zurücklatschen, denn da muss man regelrecht drüber fliegen. Okay, ich muss tatsächlich noch mal ein ganzes Stück zurück. Bis hierher. Und ich hab's wieder verhauen. Was ist denn das? Jetzt gucke ich schon auf den Controller, ob ich wirklich runterdrücke, damit ich nicht wieder so ein Fauxpas habe wie beim letzten Mal. Ja, also, geht doch. So, das ist somit der dritte in Summe im ersten Level. Und ja, jetzt kommen noch, also im ersten Abschnitt des Levels. Und jetzt kommen noch zwei, drei weitere Abschnitte vom gesamten Level. Es wird etwas länger dauern, wie gesagt, ich muss ein bisschen herumexperimentieren, wie ich hier zu springen und zu laufen habe. Erst recht, wenn man bedenkt, dass ich das Fliegen nicht auslösen möchte eigentlich. Aber es immer zwischendurch mal passieren kann. Auslöse. So,
Ja, natürlich muss es natürlich wieder ganz knapp vor Ende sein. Aber ihr seht, 81 Leben kann man insgesamt in diesem Abschnitt schon mal finden. Das ist doch immerhin was Schönes. Ist aus dem Takt, wenn man das eine Zeit lang nicht gemacht hat. Und ich habe das echt eine lange Zeit nicht gemacht, dieses Level. Eigentlich ist die Devise bei so einem Dreiviertel oder so der Strecke abzuspringen. Das war falsch. Checkpoint nehme ich mit. Genauso wie ich die mitnehme. So. Okay. So, wie ihr gesehen habt, da oben sind jetzt zwei solcher komischen Trompeter-Ries. Und die sollen mich in mein erwünschtes Zielgebiet befördern. Und das ist hier. Sodele. So, und der letzte Käfig, der müsste ja auch noch irgendwo herumgeistern. In der unmittelbaren Nähe. Okay, hätte doch noch ein Stück mehr nach links gemüsst, aber passt ja alles. So, tu auch nochmal den Checkpoint nutzen. So, und auch hier wieder sage ich, der letzte Käfig, den muss ich mir gleich eventuell raussuchen. Es sei denn natürlich. Halt, halt, halt. Mir fehlt noch was ein. Mir fällt noch was ein. Ich habe was vergessen. So, auf jeden Fall der hier. Ich muss mich jetzt. Oder? Okay, ich habe nämlich hier in dem Level was vergessen. Wenn man sich komplett
von der einen Tröte rüberpusten lässt, dann kann man extrem viele Zusatzleben kriegen. Okay. Das war zwar nicht geplant, aber... Na gut, da nutze ich die ungewollte Chance doch nochmal aus. Nee, aber wirklich, das war jetzt echt nicht gewollt. Moment, ich habe ja 2 Leben hier in diesem Abschnitt dazu gewonnen. Ah, okay, und da ist das Schwert auch wieder weg. Gut, das sind insgesamt 4 Stück, soweit ich weiß, die man kriegt, oder 5. Deswegen sollte ich jetzt nicht nochmal das so verhauen. Aber warum habe ich denn eben... Ah, ja. Trompeten. Wegen diesen Trompetenheinz da oben. Okay. Nicht aus dem Konzept bringen lassen. Hallo, Halli, Hallöchen. Ich war oben drauf. Gleich ist das einfach nur noch sinnbefreit, was ich hier mache. Es tut mir leid. Das ist aber ganz ohne Spaß. Was ist denn jetzt los? Also warum kletter ich jetzt wie ein Äffchen? Okay, das war jetzt mal totaler Flop. Hallo? Okay, das war jetzt unfair, das Ruckeln. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Wenn das kommt. Ne? Ah, Scheibenglasser. Okay, dann vergesst es, dann lasse ich das außen vor. Auf jeden Fall müsst ihr euch dafür nach links katapultieren lassen. Von den Trompeten. Und dann seid ihr dementsprechend auch schon in unmittelbarer Nähe dieser Vierfachleben. Schon wieder einen Käfig ausgelassen, oder? Nee, Quatsch. Hier waren ja keine mehr. Genau. Yeah! Grandios. Okay. Wie gesagt, das war jetzt unnötig. Ich habe jetzt natürlich eher Leben weggeworfen als dazu gewonnen. Vollkommen meine Schuld. Ich werde natürlich, wie gesagt, gucken, dass ich 1, 2, vielleicht sogar 3 Leben dazu bekomme. Im nächsten Anlauf. So. Nächster Vorschlag war hier hoch. Okay, das... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, wir haben wieder ein Leben dazu gekriegt, glaube ich. Okay, und das ist zwar jetzt einfach nur... auch nur dafür da. Okay. Das nächste, was ich weiß, ist, dass hier irgendwas sein soll. Dafür muss ich hier ein bisschen immer gegen angehen. Ach nee, Quatsch. Dafür muss ich hier runter.
Und jetzt noch in die Mitte und dann sollte das eigentlich alles gewesen sein. Sag mal, jetzt muss ich ja schon wieder Wasser lassen. Scheiß Cappuccino, nervt. Okay, na, aber Spaß beiseite. Also wirklich so, Cappuccino treibt. Und ich hab, ja, so ein paar Tassen habe ich in Tisch vielleicht, so ganz minimal. Das ist unfair. Das ist unfair. Ihr habt ja selber gesehen, die Steuerung hat mich sowas von nach außen rechts geworfen. Egal. Es ist ja sowieso egal. Ich muss ja so oder so noch mehr Leben sammeln. Also. Und ja, es geht ja immerhin nur darum, noch hier die Käfige zu vervollständigen in diesem Level. Von daher relativ wumpe. Das war jetzt knapp. Und das war jetzt noch blöder gelaufen, weil ich da jetzt nicht mehr wusste, ob ich jetzt hoch oder niedrig springen muss. Das ist doch unfair. Okay. Egal. Bitte, wie ich hier abbremsen hätte. Dann warte mal. Nee, das ist schon wegen dem Käfig, den man da eigentlich holen hätte können, den ich aber ja schon habe. So. Diese Etappe ist jetzt für mich auch kein Problem mehr. Seitdem ich selber auch diesen Rotor habe, kann ich ja ein bisschen ausmanövrieren immer mal. Was wirklich noch schwierig ist, ist hier irgendwie drauf klar zu kommen. Okay, Leute, es tut mir leid. Ich muss leider tatsächlich hier nochmal eine Pause einlegen. Bin gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Das wird beim Rendern und Schneiden wieder richtig Spaß machen. Weiter geht's natürlich. So. Jetzt will ich mal gucken. Gut, das ist nur für diesen Hut. Dude. Also nicht so wichtig für mein Gameplay. Ich will ja erstmal die etwas relevanteren Sachen, mehr oder minder relevanteren Sachen. Und zwar, ja, Käfige, Levelbändigung und noch einiges mehr. So, ich beende das Level wahrscheinlich gerade frühzeitig. Oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich werde. Ja, tatsächlich. Ein Käfig, den ich nicht gefunden habe selber. Den der im Video aber wahrscheinlich hat. Ich werde mal ganz kurz ins Video gucken. Ist es gemutet? Es ist gemutet. Okay. So, den hatte ich aber. Genau. Moment. Er hat den Kreis vollständig in der Mitte. Das heißt, er muss schon am Anfang irgendwo gekommen sein. Verdammt. Moment, ich gucke nochmal ganz kurz. Nee, warte, das ist noch das Level davor. Ja, er speichert. So. Okay. Aha. So. Nummer 1 ist ja der Käfig hier vorne. Genau. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade nur bei mir, wie das Spiel so erwabert. Ja, den habe ich schon geholt. So, Käfig Nummer 2 holt er sich jetzt. Warte
Käfig war das bei ihm laut Spiel. Ja, toll. Die Reihenfolge ist noch nicht mal übereinstimmt. Gut, also im ersten Level, also im ersten Abschnitt habe ich nichts übersehen quasi. So, dann kommt da diese Klettergeschichte, wo man sich hin und her pusten lässt gerade. Tut mir leid, aber das muss ich jetzt gerade echt mal nachprüfen. Ich weiß, ihr habt jetzt nichts Spannendes zu sehen, außer diesen Waber-Bildschirm, der da rechts vor sich her wabert. So. Den habe ich mir auch geholt da oben, diesen ach so schweren Käfig. Wo man sich ja ganz schön auch weit katapultieren lassen kann. Der brauche ich übrigens über 2 Minuten dafür, also da hoch zu klettern. Also bin ich da nicht der Einzige, muss ich dazu sagen. Finde ich auch mal sehr schön, wenn ich nicht der Einzige bin bei etwas. Und da hat er sich nicht ranziehen lassen. Okay, dann da durch. Fährt mich auch irgendwo falsch abgebogen, kann ja auch sein. So. Geguckt, das ist der Checkpoint, den da vorne, den habe ich geholt. So, jetzt fehlt ihm nur ein Käfig. Oh nein. Nein, sag bitte, nein. Oh Gott, wie gemein. Ja, okay. Ich weiß jetzt, wo der Käfig ist. Ich werde jetzt noch mal ganz kurz reingehen. Oh, ihr seht die Maus, ne? Cool. Kann ich eigentlich Sachen anzeigen. Hallo, Maus, bleib mal da oben auf der Kante. So. Hallo. Da legt man sich schon extra hin. Und dann sagt das Spiel so, nö, du legst dich nicht hin. So, den hat er sich zuerst geholt. Dann ist er weitergeschlittert. Hat sich den hier unten geholt, der gleich kommt. Der hier. Dann ist er weiter. Hat sich dann den... Ich muss mich kurz ausbremsen. Den da oben geholt. Dann ist er nochmal weiter und ist in den nächsten Abschnitt. So, mehr oder minder habe ich das verstanden. So, war das... Bei dem Level jetzt so eine grottige Sache. Ah genau, das mit dem Pusten. Da helfe ich jetzt diesmal nach ein bisschen. Weil ich dann ein wenig mehr Schwung habe. Huch, aber hier muss ich wieder auf den Normaltakt kommen. So. Hier lasse ich mich rüber. So. Okay, also im zweiten Abschnitt war es nicht, im dritten Abschnitt war es von diesen. Also somit. Okay, grandios. Genau, hier war es nämlich. So, und zwar nach dem Checkpoint war das. Und ihr seht, wenn ich mich mal konzentriere, dann haut das übrigens auch hin mit dem, was ich versuche. Zeigen wir es an. Deswegen sage ich ja mal bei der bei den Bosskämpfen sowie Space Mom und den anderen Bossen, dass ich dann mal ganz kurz ruhig bin, einfach um mich zu fokussieren. Ich hätte den Checkpoint übrigens mitnehmen sollen, ne? Ah, komm schon. Zeitdruck. Hektisch werden. 30 Minuten Part. Naja, ein bisschen weniger, weil ich dann noch was rauscutte.
Weil wegen Toilettengang, ne? Ihr wisst das ja. Also, da ich so auf die Höhe komme, meine ich. Entschuldigung. Da kann ich ruhig mal ein paar Leben wieder verlieren. Aber ihr seht ja schon mal wieder, wie schwer die Level an sich auch sein können. Für jemanden, der ja, die Level eigentlich gar nicht mehr machen braucht, theoretisch. So. Jetzt muss ich den Rhythmus passen, indem sie drauf sind gerade wieder, weil ich gerade keinen Nerv habe, das irgendwie mathematisch wieder zu berechnen wie vorhin beinahe. Hä? Ah doch, kommt jetzt hier. Das war übrigens, glaube ich, der Punkt, wo ich sowieso hin wollte eigentlich, aber durch diese rutschigen Flächen, diese rutschigen, nervigen Flächen, ist das leider ein wenig schwierig. Sie hätten genauso gut auch nochmal, ja keine Ahnung, nach diesen Minilums hier oder was das sind, hätten sie ruhig nochmal eine Art Checkpoint packen können. Weil ich doch relativ unsicher hier durchgehe. Und ich finde, dass bestimmt viele andere Spieler das auch machen. Oh, gerade noch so irgendwie mich gerettet. Gelohnt. Boah. Beinahe nicht mehr, weil ich fast schon wieder runtergefallen wäre. Aber es hat sich gelohnt, das Level nochmal gerade anzuspielen. Okay, man sollte auch gucken, dass man in den richtigen Abständen reinhüpft, sonst ist das Spiel schneller vorbei, als ein Lieb ist. So, und jetzt müsste eigentlich auch schon das Ende kommen. Was ich natürlich komplett versemmel. Okay. Wir haben tatsächlich jetzt wieder einen 30-Minuten-Part draus gemacht. Mehr oder minder. Weil ich einfach alles immer wieder versemmel. Nein, keine Ahnung. Und unsere Katze spinnt, die will raus. Keine Ahnung. Wir haben seit 22 Uhr oder so. Geht morgen erst wieder raus. Jetzt ist es zu dunkel und außerdem auch nass, vor allen Dingen ist es draußen. Und das ist nicht gut für Katzen. Also nicht das Nasse, das ist. Katzen ist das relativ wurscht, das weiß ich auch, mal abgesehen davon. Ich meine jetzt aber, das Dunkel ist halt nicht so gut. Weil dann sehe ich ihn nicht. Wir haben nämlich einen schwarzen Kater, also einen dunklen. Was war das denn, bitteschön? Ja, ich bin eigentlich viel höher gesprungen, mal abgesehen davon, um das mal festzuhalten. Und dann passiert sowas. Willst du mich eigentlich komplett veralbern, Spiel? Also schön und gut, ich muss so oder so leben, zusammenspielen, aber das wollte ich eigentlich nicht heute Abend mehr machen müssen. Aber wie gesagt, ich... So auf Minimum 40 oder so. Muss ich so oder so
bekommen. So. Doch. So. Yeah! Ah! Okay, dann halt Minimum 16 Leben, damit ich auf 40 komme. Das schaffen wir zum Glück relativ schnell. Ja, und jetzt bleiben halt nur noch im Bandland Gong Heights und dann haben wir alles im Bandland erledigt, weil dann kommt Blue Mountains. Aber wie gesagt, Gong Heights, das mache ich glaube ich morgen. Ich habe heute nämlich nicht mehr so viel Zeit. Ich muss mich jetzt an Borderlands noch setzen. Da werde ich nämlich mindestens 3-4 Parts jetzt aufnehmen und dann zu morgen nochmal 3-4 Parts, weil ich muss auch schneiden und rendern. Das heißt, ich rendere und schneide gerade für Mittwoch? Dienstag? Mittwoch? Donnerstag? Keine Ahnung. Ich kann gar nicht nachgucken, weil ich gar nicht den Fernseher habe. Na gut, ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao.